Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Bewusstsein TV. Und ich habe heute was Besonderes. Ich habe wieder einen tollen Interviewgast. Oder ich kann es auch mal gendern, Gästin. Ja, genau. Manche mögen das nicht. Ich finde es witzig, deswegen habe ich es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe die liebe Stefanie eingeladen. Ihr kennt sie vielleicht schon von meinem letzten Video und zwar meiner ersten Palmblattlesung. Da hat sie die Übersetzung für mich gemacht. Und ich habe euch ja schon gesagt, ich habe ja die Eingebung gehabt bei dem Interview mit ihrem Mann, Stefan Österreicher, der Gründer von MyPalmLeaf. Ich habe gesagt, ich habe ja so eine Vorahnung, ich möchte gerne eine Frau als Übersetzerin. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Wie gesagt, ich kenne ja nur Thomas Ritter und habe mich auch vorher überhaupt gar nicht mit Palmblatt-Bibliotheken und den Lesungen auseinandergesetzt. Das kam mir als Eingebung und da wurde mir Stefanie als Wegbegleitung nahegelegt oder wie man das auch immer sagen mag. Naja, auf jeden Fall, ich bin oder war so froh, dass ich sie kennenlernen durfte und es hat sich so toll angefühlt. Ich bin happy und habe sie natürlich gleich gefragt, ob sie Lust hat auf ein Interview. Und da haben wir sie heute und sie soll jetzt erstmal sich vorstellen. Stefanie, stell dich doch bitte gerade mal vor und schon mal herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute mal ein Interview zu geben bei Bewusstsein TV. Was dein erstes, ne? Mein erstes Interview, genau. Dann stell dich doch mal vor, woher kommst du, wie alt bist du, was machst du? Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Alexandra. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Stefanie Bunk und ich lebe derzeit am Bodensee. Ich bin mittlerweile 42 Jahre alt. Hab Psychologie studiert und bin tief im Ayurveda verankert, habe mich der Ayurveda-Psychologie gewidmet, das 3 Jahre lang studiert, bin Yogalehrerin und momentan auch in der Ausbildung zur Ayurveda-Medizinerin. Das ist so mein beruflicher Background. Ich habe am Bodensee ein Yoga- und Siddha-Zentrum, was ich im Jahr 2014 gegründet habe oder gründen durfte. Und das ist so meine Arbeit. Also ich gebe Meditationskurse, arbeite psychologisch, beraterisch und bin Yogalehrerin und auch als Übersetzerin für MyPalmLeaf tätig und übersetze die Palmblatt-Lesungen dort. Eine Frage dazu. Also es ist ja schön, ich wusste es ja gar nicht, weiß man ja auch immer nicht den Hintergrund der, ich sag's mal, Palmblatt-Übersetzerinnen. Finde ich toll. Also du hast ja auch eine fundierte medizinische sozusagen Ausbildung auch. Da sind dir natürlich auch viele Klienten oder bei dir da mal auch ja, Patienten sagen, die ja auch zu dir kommen mit ja, Problemen, psychischen oder psychologischen Problemen, die zu dir kommen. Wann hast du dich denn dafür entschieden, alternativ da zu arbeiten? Das war eigentlich schon während des Studiums. Ich hatte ein ganz tolles Studium. Also ich habe an der Fachhochschule studieren dürfen in Stendal und es war ein sehr, sehr praxisorientiertes Studium. Während des Studiums aber habe ich schon gemerkt, dass die Psychotherapie einfach auch an Grenzen stößt. Also dass sie Fragen, die ich einfach an das Leben hatte, nicht beantworten konnte. Oder auch den Blick, den ich auf den Menschen hatte, auf natürliche Weise. Ich hatte das irgendwie schon immer so in mir und habe gemerkt, dass das irgendwie nicht stimmig war oder ausreichend war für mich. Und dann bin ich in die Yogalehrerausbildung gegangen, also nach meinem Studium. Da habe ich schon gearbeitet und habe parallel dazu die Yogalehrerausbildung gemacht. Und dann hatten wir im zweiten Jahr sind wir in die vedischen Schriften hineingegangen und haben Bhagavad Gita gelesen, Patanjali uns mit diesen Schriften beschäftigt.
Und als ich die Yoga Sutras von Patanjali begann zu lesen, da merkte ich, da hatte ich das Gefühl, so jetzt bin ich am Kern. Also jetzt fange ich an zu verstehen, was Psychologie eigentlich wirklich ist, nämlich die Arbeit mit dem Geist und zu lernen, den Geist auf eine Art und Weise zu nutzen, sagen wir mal so, dass er uns im Leben Frieden und auch Harmonie schenken kann. Danach habe ich dann, das war interessant, bin seit vielen Jahren an der Rosenberg Ayurveda Akademie, als Studierende, aber auch mittlerweile als Dozentin tätig. Und das war sehr interessant, weil ich habe irgendwann mal war ich in einem Bioladen und habe eine Schrot und Korn sozusagen nach Hause genommen. Die kenne ich auch. Genau, die liegt ja in jedem Bioladen sozusagen aus. Und dann habe ich mir nach Hause genommen und schaute so auf die Rückseite und dann sah ich dort, ja, dass man Ayurveda-Medizin auf Master studieren konnte. Das Interessante war aber gar nicht erstmal dieser, dass ich das da las, sondern dass ich dieses Bild sah von der Akademie und mir meine Intuition in dem Moment sagte, du wirst dort eines Tages unterrichten. Und das war in dem Moment noch, also ich habe ja noch gar nicht angefangen mit dem Ayurveda, ja. Also das war wie so eine Information, die ich reinbekam in dem Moment. Und konnte damit auch erstmal gar nicht so wirklich viel anfangen, weil ich war ja, habe ja noch nicht mal gewusst so richtig, was Ayurveda ist zu dieser Zeit. Und dann habe ich mich für dieses Studium angemeldet und habe angefangen, das zu studieren, also so für ein Jahr, und habe aber dann gemerkt, dass nicht der richtige Zeitpunkt war und dass noch etwas auf mich wartete und dass, wenn ich das jetzt sozusagen so durchziehen würde, dass ich wie energetisch diesen anderen Weg, der sich offenbaren wollte, dass ich den blockieren würde. Und habe mich dann entschieden, das abzubrechen zu dem Zeitpunkt, um meinem Weg, meiner Intuition folgen zu können. So kamen dann später auch die Rishis in mein Leben. Das war tatsächlich das, was das blockiert hätte, dass das so in mein Leben hätte kommen können. Und dann bin ich gereist, oder zumindest war es so, also ich bin danach gereist, aber das Interessante war in dieser Akademie, dass sie, also wenn man da ausgestiegen ist, musste man trotzdem das halbe Studium bezahlen. Und ich habe mich dann ein paar Mal auch geärgert, weil das war schon auch eine größere Summe, ja, und die ist dann jeden Monat so von mir, die musste ich halt bezahlen. Aber ich wusste irgendwie und spürte irgendwie, dass das einen Sinn und Zweck hat, weil ich da so gehalten wurde auf diesem Weg damit, dadurch. Und ich bin dann, habe dann ja in Mexiko gelebt, bin dann nach Indien und dann entfaltete sich das alles. Und ich kam dann wieder zurück. Und das Schöne war, ich hatte dann wirklich wie so ein, weil ich ja die Hälfte des Studiums bezahlen musste, hatte ich dann wie die Möglichkeit, von dem Geld, was ich dann angespart hatte, also sie hatten mir die Option gesagt, entweder es ist weg oder du nutzt das anderweitig. Das waren die zwei Möglichkeiten, die ich hatte. So kam ich dann auf den Weg der Ayurveda-Psychologie. Dann habe ich 3 Jahre Ayurveda-Psychologie, also habe erst einen Ayurveda-Berater gemacht, dann einen Therapeuten. Und dann später hatte ich sogar immer noch was da in dem Fundus drin, dass ich dann davon sogar einen Teil des Studiums dann jetzt von dem Ayurveda-Medizinstudium bezahlen konnte. Ja, also das war wirklich wie so, als ob ich da wie so gehalten wurde durch diese ganzen Ereignisse, die da passierten, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt dann sozusagen mit den Dingen beginnen konnte. Genau, also das war so mein Weg dann zu dem Ayurveda. Ich kannte gar nicht den Ausdruck. Also Ayurveda sagt mir was. Ich habe mich da jetzt nicht mit beschäftigt, so mehr so mit Homöopathie, Bachblüten, Edelsteintherapie und so weiter. Das ist so meins. Natürlich auch ja Träume, Wahrträume und so, weil ich mich ja da, weil das ja meine Gabe ist sozusagen. Aber ich habe noch nichts von Ayurveda-Psychologie gehört. Was ist dann das? Ist das ein Unterschied zu der normalen Ayurveda-Praxis? Die Ayurveda-Psychologie arbeitet sehr, sehr ganzheitlich. Also sie arbeitet ja auf der Basis dieses vedischen Wissens sozusagen und hat dadurch die Möglichkeit, wirklich den Menschen, also Veda bedeutet übersetzt Wissen. Und das ist das Wissen, also man sagt das universelle kosmische Wissen über die Gesetze und die Naturgesetze, wie sie auf den Menschen wirken. Und das ist ein Wissen, das zu jeder Zeit auch allgemeingültig wirksam ist. Also je nachdem, ob wir uns dem bewusst sind oder nicht, können wir es nutzen oder nicht. Also das ist, wie die Natur arbeitet. Und je nachdem, wie unser Bewusstsein sozusagen ja, sich damit verbindet oder nicht, wird es dann für uns spürbar und wahrnehmbar und sichtbar und funktioniert oder halt
oder man weiß es halt nicht, dann wird es unbewusst eher funktionieren. Ja? Also es hat viel mit dem Bewusstsein zu tun. Ein Ayurveda-Mediziner, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, Ayurveda is always there. Also Ayurveda ist immer da. We have to recognize it. Also wir müssen es erkennen, wir müssen die Gesetze erkennen. Und das Ayurveda arbeitet mit sehr einfachen Methoden der Natur auch und hat erzielt dadurch auch ja, große Erfolge. Also dadurch, dass es so mit der Natur arbeitet. Und in der Ayurveda-Psychologie haben wir einen viel größeren Rahmen, mit den Menschen sozusagen zu arbeiten. Also das schließt halt je nachdem auch nach Spezifizierung des Therapeuten, wie er halt arbeitet. Das schließt ein, also Yoga, die Atemtechniken, die Meditation, Kräuter, die einfach den Geist stabilisieren und ihm helfen, ins Gleichgewicht zu kommen, die empfohlen werden können für den Klienten sozusagen. Dann auch sehr viel Wissensvermittlung im Sinne, wie die Zusammenhänge auch funktionieren im Körper. Ja, also zum Beispiel, wir haben die Doshas, das sind wie die Elementeverteilung sich im Körper sozusagen verhält. Wir haben die Gunas, das ist die Konstitution des Geistes, also inwiefern der Geist sozusagen eine Tendenz hat. Also es nennt sich Rajas, Tamas und Sattva. Rajas ist so ein Geisteszustand, der sehr durch Nervosität, Reizbarkeit, Aggression geprägt ist, Ärger. Tamas ist ein Geisteszustand, wo man eher so in so einer Depression, Lethargie festhängt sozusagen, einer Inaktivität. Und Sattva ist ein Zustand von ja, Reinheit, Klarheit, Friedfertigkeit, Kreativität auch. Ja? Und wir durchlaufen alle Stadien sozusagen immer auch dynamisch im Leben. Wir sind da ja nicht, ich sag mal so, fix. Die Natur fixiert uns ja nicht, ja? Sondern das ist wie so ein dynamischer Prozess, der stattfindet. Aber natürlich kann es sein, dass zum Beispiel ein Mensch schon von Geburt an eine bestimmte Tendenz zu einem bestimmten Geisteszustand schon mitbringt, aufgrund seiner karmischen ja, Situation einfach. Ja? Dass es dann zum Beispiel erst schon zu Tamas neigt und dann natürlich auch Verhaltensweisen entwickelt, die das dann fördern. Zum Beispiel raucht und trinkt. Und Fleisch wird auch dem Tamas zugeordnet, der einen hohen Fleischkonsum hat. Ja? Und dann wird das natürlich noch alles immer mehr verstärkt und ja, ich sag mal, wie fixiert dann? Und wann handelt der Mensch dann aus diesem Geisteszustand heraus? Und wir haben halt diese Konzepte und das bringt und eine sehr große Individualität auch sozusagen, wie der Mensch betrachtet wird. Das ist das so, ich würde mal sagen, was sehr Besonderes auch in der Ayurveda-Psychologie. Und natürlich diese Mittel und Methoden, die uns da zur Verfügung stehen, sind nochmal andere als so in dieser klassischen Psychotherapie, wie wir sie da durchlaufen, sozusagen. Und wir haben natürlich auch, wenn das Yoga mit einbezogen wird, Yoga ist ein wunderbares körperpsychotherapeutisches Verfahren auch, ja. Also da passiert einfach auch wahnsinnig viel. Ich habe in den letzten Jahren, bin jetzt seit 10 Jahren als Yogalehrerin auch tätig. Da habe ich auch viele Transformationsprozesse begleiten dürfen. Das kommt so in dieser Arbeit einfach zusammen und ist eine sehr wertvolle Psychologie, wie ich finde, weil sie wirklich an der Essenz arbeitet und dadurch auch ja, zügig Veränderungen herbeigeführt werden können. Ist das also so, wie mir das jetzt, wie du das jetzt erklärt hast, erscheint mir das ja eine sehr intuitive, ja, Möglichkeit zu sein, einen Menschen in seiner Ganzheit zu sehen, ne? Oder auch zu spüren. Und aber ist es denn nicht so, dass also man hat das ja immer in sich, schon von klein auf, von Geburt oder ja, also man hat es ja in sich. Hast du ich sag mal, einen Auslöserpunkt gehabt in deinem Leben, dass dich das so, ja, erstmal zum Ayurveda hingebracht hat? Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also die Möglichkeit gesehen hast, dass du eben mehr geistig und spirituell arbeiten solltest als ja physisch, ne? Weil wie gesagt, die Psychologie, was du ja gelernt hast, ist ja, ich sag mal, ja, in unserer Gesellschaft halt anerkannt. Ayurveda, ich meine, das kennt man ja auch, aber es ist ja doch
mehr eine, ich sag mal, eine fernöstliche, traditionelle Medizin, die zwar auch im europäischen Raum angekommen ist, ganz klar, aber es doch immer auch Unterschiede gibt. Also hast du da auch erstmal das gespürt, dass natürlich Menschen da auch ein bisschen mit Vorsicht das betrachten. Aber mich würde halt mal interessieren, der Punkt, der dich dazu hat bringen lassen, dich für diesen Weg zu entscheiden. Also es war eigentlich schon immer in mir angelegt. Also ich habe immer, auch schon als Kind, ich habe mir immer ganz tief Gedanken über das Leben gemacht. Und waren oft auch Freunde, die dann gesagt haben, Mensch, Steffi, über was du dann schon wieder alles nachdenkst. Ja? Also ich habe mich irgendwie schon in ganz frühen Jahren immer mit den tiefen Fragen des Lebens beschäftigt, wollte das Leben auf einer tieferen Ebene verstehen. Also das war schon immer so mein Geist. Und der hinterfragt hat, der tiefer gehen wollte. Und der auch immer gemerkt hat, da ist mehr. Also da ist noch mehr möglich. Da ist noch mehr, ja, da kann man noch mehr tun. Und auch dieser Antrieb, den ich immer gespürt habe, Menschen wirklich helfen zu können. So, ja, also das war auch immer dieses, ich will wirklich helfen. Ja, wenn ich helfe, dann will ich, dass das wirklich auch gute Resultate hervorbringen kann. Ja, so. Und das hat mich halt, ich bin dann halt durch das Psychologiestudium und habe mich ja auch geistig dann sehr mit den Konzepten und so auseinandergesetzt und habe gemerkt, da sind Grenzen. Es geht noch weiter, da ist noch viel mehr möglich und noch viel mehr zu verstehen, noch viel mehr zu sehen. Und das war wie so ein innerer Antrieb, der mich immer vorangetrieben hat, mich noch tiefer damit zu befassen. Und ich habe halt auch schon von Kindheit an immer einen spirituellen Zugang gehabt, habe immer auch Erfahrungen gemacht als Kind, die ich nicht einordnen konnte, hatte Wahrnehmungen oder ein Wissen, was ich nicht erklären konnte. Und das war natürlich auch, das kam noch so mit dazu, ja, dass ich dann das auch verstehen wollte. Ich wollte mich noch mal mehr verstehen. Was ist das, was da in mir ist, so. All das hat mich wie so vorangetrieben, mich da auch tiefer mit zu befassen. Und ich bin dann halt wirklich früh mit diesem vedischen Wissen in Berührung gekommen und habe halt einfach gemerkt, dass das dort meine seelische Heimat ist. Also dass das einfach mein seelischer Weg ist, mein Dharma ist, sozusagen auf diesem Weg zu gehen und auch mit diesem Wissen zu dienen. Wie war das denn jetzt von deinem Elternhaus her? Also bei mir war das ja so, dass überhaupt keiner damit was anfangen konnte. Und so wie du ja auch gerade gesagt hast, auch mit Freunden und so, man hat natürlich da einfach drüber gesprochen, weil man das also für sich selber ja mal als normal sieht, ne? Dass andere Leute einen da unnormal sehen, ne? Aber was ist schon eigentlich normal und unnormal? Aber ich habe mich ja auch immer als normal gesehen mit meiner Gabe, aber das war nicht so, ne? Ich habe dann halt immer gemerkt, okay, die Leute haben mich dann verurteilt oder beurteilt, wie man das auch mal sagen mag. Und meine Eltern hatten es da nicht leicht mit mir, mit meiner Gabe. Wie ist denn dein familiäres Umfeld damit umgegangen oder auch deine Freunde oder Verwandten oder so? Weil das ja nicht einfach ist, wenn man so eine Gabe hat, ne? Nee, das ist nicht so einfach. Also, was halt, wofür ich froh bin, ist, meine Eltern waren atheistisch. Und ich habe aber darin später einen sehr großen Vorteil drin erkannt, denn sie haben mich nicht in eine Richtung geprägt. Dadurch war ich einfach sehr frei, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Weil wenn ich habe Menschen auch begleiten dürfen, wo Eltern sehr, also dieses Christliche sehr, ja, gezwungenermaßen, also unter Zwang übermittelt haben. Und war es für diese Menschen schwer, sich diesem spirituellen Weg öffnen zu können. Das hatte ich nicht. Also ich hatte immer eine Unvoreingenommenheit durch diese Situationen, die da waren. Ich hatte eine Oma, die eine ganz, ganz wundervolle Oma, Großmutter, mit der ich auch eine ganz enge Verbindung hatte. Sie hat es zwar nicht so gelebt, aber es war da. Also sie hatte zum Beispiel auch mal, ich hatte mal als Kind so eine, ich hatte mal so ein paar Warzen am Bein.
Ja, und dann hat sie auch so Rituale mit mir gemacht und dann Ja, hat so besprochen, sowas so. ja, und es ist dann wirklich weggegangen. Ja, und also sie hatte so, dass man hat gespürt, dass das bei ihr ist. Und sie ist dann auch mal mit mir in die Kirche gegangen. Ich habe sie mal gefragt, ob sie mal mit mir in die Kirche geht. Aber das war jetzt nicht, weil ich nach dem Weg der Kirche gesucht habe, sondern weil es so dieses, weil ich diese Fragen hatte. Ja, und ich dachte, Genau. vielleicht ist das ja ein Ort, wo man Antworten findet. Ja, Ja. habe ich dann nicht gefunden. Aber genau, also so war das in der Familie und mit Freunden. Was so schön war einfach, also ich war sehr lange, habe ich mich doch, ich sag mal, ein bisschen allein gefühlt mit dem. Also für mich waren die Dinge normal, aber ich habe immer gemerkt, Genau. wenn ich es nach außen getragen habe, ist es doch nicht so normal. Genau. Das war so ein bisschen herausfordernd. Dann habe ich halt auch lange damit, ich sag mal, mich zurückgehalten und habe nicht drüber gesprochen, weil ich gemerkt habe, dass ich dann anecke. Und konnte das ja auch selber gar nicht so richtig einordnen, was da jetzt eigentlich, was ich dafür Gaben habe. Und was aber das Schöne war, also es gab so diese Zeit der Einsamkeit damit, aber es gab dann auch einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich dann das Gefühl hatte, jetzt werden Seelen geschickt zu mir, also mit denen auch freundschaftliche Verbindungen entstanden sind, die mich verstehen können, also die sozusagen, wo die Frequenz einfach stimmt, was das angeht und wo Genau. sich das dann entfalten und entwickeln konnte. Also da hat irgendwie wie das Universum kam dann an einen bestimmten Punkt und brachte die Unterstützung. Und das war dann natürlich toll, weil das dann die Entwicklung brachte. Also dass ich mich immer weiter entwickeln konnte. Erzähl doch mal über deine Gaben. Ich weiß, wir hatten ja so im Nachgespräch zu unserer Palmblattlesung da auch gesprochen, dass du, hast doch vorhin kurz mal eingeworfen, du hast Kontakt zu den Rishis. War das praktisch der Auslöser, dass du zu diesem alten Palmblatt-Übersetzerin wurdest, oder kam das danach? Und deine erste Palmblattlesung hattest, oder fünf Palmblattlesungen, ich weiß nicht, wie du schon hast, hattest. Genau, erzähl einfach mal drüber. Also ich habe so viele Fragen, kommt dann noch alles. Leg einfach los. Genau. Genau, also die Rishis sind im Jahr 2013 in mein Leben gekommen. Also schon viele Jahre bevor ich jetzt als Übersetzerin bei MyPalmLeaf gearbeitet habe oder arbeite gerade. Und es war so, dass ich bis 2012 hatte ich eigentlich so ein normales Leben. Also ich war in einer langjährigen Beziehung und ich habe Arbeit gehabt. Ich habe mit Familien in einer Lebens- und Familienberatung bei der Caritas gearbeitet, 4 Jahre. Und dann kam irgendwie so 2012 ein Wechsel und es begann mit einer Reise nach Mexiko. Und ich war dort, also wir sind mit einem Nahual nach Mexiko gereist, also mit einem Meister aus der Maya-Tradition und haben dort gearbeitet, also sehr intensive Heilarbeit gemacht zu dem Zeitpunkt, einmal mit uns, aber es war auch, es galt so als Brücke zwischen ja, diesen Traditionen und Europa, das war so diese Intention auch, die dieser Nawal hatte, sozusagen. Und auf dieser Reise passierten sehr magische Dinge. Und ich war, das war irgendwie ganz interessant, wir haben ein Ritual gemacht, das ging 1,5 Tage mit Schwitzhütte und sehr intensiver innerer Arbeit, die wir da praktiziert haben. Und irgendwann hat dieser Schamane, der dann dort war, hat zu mir gesagt, ich soll in so eine Höhle, die hieß, also das war so eine Quetzalcoatl-Hütte, also man kann auch sagen Kundalini-Höhle, also eine, die eine unglaubliche, unglaubliche Kraft hatte. Das war ein unglaublich kraftvoller Platz. Und dann bin ich innerhalb dieses Rituals dort rein und das war ganz krass. Also ich habe sowas noch nie erlebt gehabt, auch das war das erste Mal, wo ich wirklich gespürt habe, dass Orte, ja, also dass Orte wirken und dass Orte eine Wirkung haben, also in der Art auch energetisch und dass das nicht alle Orte haben, sondern dass es unterschiedliche Orte gibt mit unterschiedlichen Energien. Und das war so krass in dem Moment, weil ich war wie blank und ich konnte meinen Seelenweg sehen in dem Moment. Also das war wie so, ich habe so einen Blick gekriegt in, ja,
auf meinen Weg. Also ich konnte den sehen plötzlich und wusste nach diesem Moment, was zu tun war. Und bin dann raus und habe dann die Schritte unternommen, die dann auch anstanden. Und ich wusste auch, ich muss das jetzt zeitnah machen, bevor die Schleier sich wieder, also über den Weg. Und dann wusste ich auch, also ein Punkt war, ich wusste, dass ich das alte Leben jetzt so, wie ich es gelebt hatte, loslassen musste. Weil, also ich habe mein ganzes Leben gespürt, dass irgendwann nochmal was kommen wird. Also ich wusste das irgendwie schon mein ganzes Leben und ich wusste, das war jetzt die Einleitung oder die Initiation davon. Und dann habe ich mein altes Leben losgelassen, meinen Job losgelassen, die Beziehung losgelassen und wusste, ich muss zurück nach Mexiko. Also ich muss dort sein und war dann dort ein Jahr und ich habe so tiefe Erfahrungen dort gemacht. Also das konnte ich immer, also auch wenn ich das erzählt hatte, das konnte keiner so richtig glauben, dass das, also es war so von Magie und Fügung begleitet, dass so eins nach dem anderen sich immer auftat und ich auch die ganze Zeit wie beschützt war. Und ich habe dann am Ende der Reise eine Meditation auch nochmal gemacht. Also ich habe dann auch während der Reise immer auch wieder meditiert und es begann, dass in den Meditationen sozusagen Wesenheiten zu mir kamen, also sehr hochfrequente Wesen. Und das hat mir zu der Zeit unglaublich Angst gemacht. Also ich konnte das gar nicht einordnen. Also das hat mir wirklich, das hat mich erschreckt. Ja, also das hat sich gut angefühlt. Also es war gar nicht, dass ich da Angst haben musste. Ja, aber es hatte irgendwie, weil ich mein ganzes Leben gespürt habe, ich weiß, dass ich mit der anderen Seite eine tiefere Verbindung habe, hatte ich trotzdem immer einen Teil, der gesagt hat, ja, aber kommt mir nicht zu nah oder kommt mir, ja, ich hatte irgendwie Ja, Angst. man denkt, es wäre so groß, ne? Und man ist mir das überhaupt wert und so, ne? Noch nicht mal das, sondern ich hatte wirklich Angst. Also ich hatte Angst, Ja. also ich hatte Angst vor dieser Realität irgendwie. Das war so ein, Ja. das war noch so ein, obwohl ich wusste die ganze Zeit, mein ganzes Leben, dass die Schleier bei mir nicht so dick sind, sondern dass ich da den Kontakt habe. Und das hat mir halt Angst gemacht in dem Moment. Aber ich habe es dann irgendwie zugelassen und habe irgendwie gespürt, ja, habe es einfach wahrnehmen können und spüren können. Und dann bin ich nach dem Jahr Mexiko zurückgekommen nach Deutschland und hatte dann eine Begegnung am Bodensee mit jemand, der seit seinem 25. Lebensjahr mit Agastya Maharishi verbunden ist. Also der über einen sehr, sehr tief berührenden Weg in diese Verbindung kam und die Gabe hatte oder die Gabe hat, sozusagen über den Namen und das Geburtsdatum des Menschen den Blueprint der Seele zu bekommen und den also durchgegeben zu bekommen. Und er ist, also das ist eine sehr, sehr berührende Hintergrundgeschichte auch. Also er hat eine sehr herausfordernde Situation gehabt in Indien, die dazu geführt hat, dass er alles so verloren hatte. Und er ist aber über diesen Verlust sozusagen auf den spirituellen Weg gekommen und war dann erst der göttlichen Mutter total zugewendet, bis dann die Rishis in sein Leben kamen, die Siddhas in sein Leben kamen. Und er er lebt in Pondicherry für eine Zeit lang. Und also das sind unglaubliche Begebenheiten, die da passiert sind. Ja, also er lebte dort und er konnte da bei einer Frau wohnen und in Pondicherry, wer Pondicherry kennt, weiß, da ist auch Auroville drumherum. Und er war dieser Mira Alfasa, also der wird auch die Mutter genannt, sehr, sehr, also hingegeben und sehr, sehr verbunden mit ihr. Und genau, und er wohnte dann dort und es in dem Haus, wo er wohnte, lebte eine Frau und die hatte 3 Nächte hintereinander einen Traum von Jesus, der ihr im Traum erschienen ist und sagte zu ihr, er soll ihm den Schlüssel geben für den Laden, den sie hat, sozusagen. Also total abgefahren, ja. Und die Frau hat das auch selber gar nicht so glauben können, deswegen ist das auch, glaube ich, dann 3-mal passiert, ja, weil sie diesen Impuls nicht hat. Und nach dem dritten Nacht klopfte sie dann an der Tür und übergab den Schlüssel. Und er wusste überhaupt nicht, was er da jetzt mit anfangen sollte, ja, also mit dieser Situation. Und er ist dann halt jeden Tag in diesem Laden, hat dann eine Stunde lang den Namen der göttlichen Mutter gechantet, um Führung zu bitten, was er jetzt damit machen soll. Und dann kam irgendwann, das hat er über ein halbes Jahr oder so gemacht, und dann kam Navaratri und da hatte er eine Vision von der göttlichen Mutter und sie sagte, er soll dort einen Edelsteinladen eröffnen. Oh, wie schön. Ja, und dann hat er diesen Edelsteinladen eröffnet und war dann dort und hat dann
Also hat dann, also er war eigentlich mittellos, aber plötzlich kam alles. Also plötzlich waren die Steine da, plötzlich kam alles, was er brauchte, um das möglich zu machen. Und er hat mir erzählt, dann nach einer Zeit, also ich hatte dann diesen Laden und es lief auch relativ gut. Und dann nach einer Zeit kamen dann Menschen und sie sagten, sie seien in einer Lesung gewesen, von einer Pandit-Lesung von Agastya. Und Agastya hätte ihnen gesagt, sie sollen in den und den Laden gehen, also zu ihm. Und sie sollen den und den Edelstein besorgen, der sähe so und so aus, hätte die und die Form und das Gewicht. Und sie haben den dann beschrieben und er legte dann immer die Steine auf die Waage und das stimmte bis auf den letzten, also bis auf das letzte Gramm. Und er wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah und hat es mit der Angst zu tun gekriegt, weil er dachte, so, da ist jetzt vielleicht jemand, der betrügen will, oder? Ja, und das wiederholte sich und wiederholte sich und wiederholte sich. Und dann, nachdem dann das einige Male passiert war und er in diese Angst kam, hatte dann entschieden, er wird jetzt keinem Menschen mehr das geben, ja, bis ihm jemand erklärt, wer Agastya ist und was die Pandit-Bibliotheken sind. Weil nicht jeder ihn da weiß, auch kennt die Pandit-Bibliotheken. Ja, es wird ja jetzt gerade erst kommt das ja, wird es ja immer sichtbarer, hat auch seinen Sinn, weil wir jetzt gerade in diesem Transformationsprozess sind. Aber es hat ja alles eine Anfangszeit und da wussten viele Menschen überhaupt nicht von den Palmblättern. Ja, und das war damals auch in dieser Zeit und so wusste er auch überhaupt nichts davon. Und dann hat er, haben sie ihm in dem Laden gesagt, ach so, genau, dann kam ein Rechtsanwalt und dieser Rechtsanwalt war auch über das Jivanadi mit Agastya verbunden. Also das Jivanadi ist eine direkte Anbindung mit den Rishis, also wo sie verschiedene Personen direkt führen, also direkt anleiten. Das sind Nachrichten, die in der Jetztzeit kommen und auf die Jetztzeit reagieren. Und wie kommt man, ich sag mal, wie kann man die Verbindung mit dem Rishi Agastya da aufnehmen? Genau, also das ist zum Beispiel, also so ist auch mein Leben seit 2013, also unter ihrer Führung sozusagen. Das ist einfach eine spezielle Form der Palmer Bibliothek. Es ist jetzt nicht das Nadi Chastra, so wie man das jetzt bei MyPalmLeaf das liest, sondern es ist sozusagen wie so eine direkte Anbindung, die da besteht. Ich will nochmal ganz kurz da zurückkommen, weil das ist so eine interessante Geschichte, wie das dann so kam. Dann war es so, dann kam ein Rechtsanwalt aus Chennai und er verweigerte ihm das, ja, und er erklärt, also diesen Stein zu kaufen sozusagen, weil er wollte jetzt halt wissen, wer Agastya ist und was die Palmblätter sind. Und dann hat dieser Rechtsanwalt ihm davon erzählt. Und der Rechtsanwalt wiederum hatte von Agastya einen Auftrag bekommen, dass er innerhalb von, hatte eine bestimmte Anzahl von Monaten, ich glaube, es waren 12 Monate, sollte er in der Nähe von Bangalore ein Zentrum finden, durch das die Rishis arbeiten konnten, weil in Indien eine größere Naturkatastrophe drohte und die Rishis wollten das abwenden. Aber sie brauchten halt diesen einen Platz. Und über das ganze Jahr versuchte dieser Rechtsanwalt, diesen Platz zu finden und hat ihn nicht gefunden. Und kurz vor Ende des Jahres, war er sehr verzweifelt, ja, weil er nicht wusste, was er jetzt machen soll. Und dann hat er in dem Jivanadi nachgefragt, Agastya, was er denn jetzt machen soll. Und der hat dann gesagt, die Antwort war, du wirst diesen Platz durch jemanden finden, dessen Namen den heiligen Namen oder so beinhaltet. Irgendwie so eine Beschreibung bekam. Und genau, und das war so dieser Background von dem Rechtsanwalt. Und jetzt wieder zurück in den Laden. Und der Rechtsanwalt erklärte ihm, wer ist Agastya, was sind die Palmblätter und dass er jetzt gerade sozusagen auf dem Weg nach Bangalore sei, ja, um da seinen Auftrag zu erfüllen. Und dann er heißt Sri Raman, er wollte dann ein Zentrum eröffnen in Bangalore für die göttliche Mutter. Und nicht in Bangalore, weiter weg von Bangalore. Genau, 3 Stunden weg wollte er ein Zentrum eröffnen für die göttliche Mutter. Genau, und hat dann gefragt, ja, kannst du mich mitnehmen am nächsten Tag, weil er musste da auch hin und er wollte nicht mit dem Bus reisen, weil er hatte halt diese Bilder und wollte nicht, dass die irgendwie kaputt gehen. Und dann hat dieser Rechtsanwalt seinen Lehrer gefragt und gesagt, ja, der Schwerermann soll mitkommen. Und dann sind sie dann am nächsten Tag zusammen sozusagen losgefahren und er hatte dann, während der Fahrt hatte der Rechtsanwalt ihm von dem Auftrag erzählt, den er bekam über das Jivanadi. Und es war dann so tatsächlich, dass der Raman sich der Situation angenommen hatte und es ihm gelang, innerhalb von 2 Stunden dieses Zentrum zu finden. Er übergab ihm den Schlüssel und dann ist er weitergefahren seines Weges, da wo er sozusagen dann seine Arbeit machen wollte.
Und als er dann weg war, der Schwerermann weg war, fiel dem Rechtsanwalt ein, dass er derjenige war, von dem in der Palmblatt-Lesung, also in dieser Jivanadi-Lesung, gesprochen worden war. Also dass er derjenige war, der sozusagen da ihm genannt worden ist als eine Person, durch die er diesen Platz finden wird. Und dann hat er den wieder angerufen und hat gesagt, du musst sofort zurückkommen. Hier wartet was auf dich. Du musst sofort zurückkommen. Und dann hat er, war er erst ein bisschen widerspenstig und wollte erst nicht so zurückkommen. Und dann ist er aber wieder zurückgekommen. Und an dem Tag hat er eine Einladung in eine Palmblatt-Bibliothek bekommen und ihn hat man gesagt, ihm wurden 3 Tage 42 Bücher oder so wurden ihm gelesen. Also er hat alles erfahren über seine vergangenen Leben, alles erfahren über alles, was er in den vergangenen Leben sozusagen getan hat. Und dann hat ihm Agastya die Aufgabe gegeben, dass er jetzt verschiedene Tempel besuchen muss, also soll, und dass, wenn er diese Aufgabe erledigt hat, dass etwas auf ihn wartet. Und Schwerer hat mal gesagt, er ist in dieser Zeit 100.000 Kilometer durch ganz Indien gereist, von Tempel zu Tempel zu Tempel zu Tempel. Und hat das dann alles erledigt. Und am Ende kam dann die Nachricht von Agastya: Wann immer du Menschen begleitest, stehe ich in deinem Bewusstsein und begleite durch dich. Und das war der Segen, den er dann bekam. Ja? Und das ist seitdem seine Gabe. Und er hat in den letzten Jahren die ganze Siddha-Medizin, alles, was mit den, eher diese hochfrequente, also die Siddha-Medizin gilt als die hochfrequenteste, ich sag mal, Medizin, aber auch Energie, das Energiesystem, was sozusagen mit auf der Erde existiert, und hat dort das ganze Wissen bekommen, alle Dinge bekommen, die er brauchte, um jetzt sozusagen, das ist so seine Aufgabe auch, das den Menschen zur Verfügung zu stellen, dass sie sich an diese neue Frequenz, in die wir jetzt eingehen, auch wirklich anpassen können. Das ist so seine Arbeit, die so im Schwerpunkt sozusagen stattfindet. Und ich bin dann damals, als ich ihm begegnet bin, war ich erst in einem Vortrag am Bodensee, als ich sozusagen von Mexiko zurückkam. Und das war irgendwie unglaublich, weil ich saß da und habe die ganze Zeit geweint. Ja, also ich konnte das auch nicht erklären. Das war jetzt nicht, weil ich traurig war. Ich war nicht traurig, sondern weil meine Seele so berührt war. Also einmal, weil da jemand war, wo ich spürte, der lebt so ähnlich, wie ich auch lebe, also dieses immer dem Impuls folgen, der sozusagen aus dem Augenblick heraus folgt. Und wo meine Seele sich so verstanden gefühlt hatte in diesem Moment. Und dann spürte ich zu dem Zeitpunkt, das war wirklich abgefahren, ich bin zu meiner Freundin, ich habe damals bei meiner Freundin gelebt und sagte zu ihr, ich bin gerade meinem spirituellen Lehrer begegnet, aber ich konnte das gar nicht definieren, was das bedeutete. Ja? Und am Ende dieses Vortrags sagte er in den Raum, hier sind zwei Menschen, die sind bereit. Und es war irgendwie so abgefahren, weil also ich wollte mir nichts einbilden, aber ich spürte irgendwie, dass ich eine war von diesen beiden sozusagen. Und ich bin dann gegangen und dann nach 2 Tagen bin ich dann zum anderen Vortrag gekommen von ihm, weil ich gespürt habe, ich soll dahin. Und war dann dort und habe mich gesehen und habe gesagt, you have to come. Also das ist, du sollst du kommen bitte in die Konsultation zu mir. Something is waiting for you. Es wartet was auf dich. Und dann bin ich dorthin und dann hat er mir gesagt, also verschiedene Dinge über meine Gabenfähigkeiten und so weiter gesagt und hat dann zu mir gesagt, you have to come to India. Also du sollst nach Indien kommen. Etwas wartet in Indien auf dich. Und das war eine ziemlich herausfordernde Situation für mich, weil ich wollte eigentlich in die USA reisen. Also ich wollte in die USA reisen im Juni und ich war dann in einem echten Struggle. Und ich spürte auch, dass ich gewisse Dinge nochmal loslassen musste, um nach Indien gehen zu können. Und ich war dann wirklich 3 Wochen lang ich habe mich 3 Wochen komplett zurückgezogen. Also ich habe gemerkt, in dieser Entscheidung, wenn mich auch jetzt nur irgendjemand verunsichert, also wenn nur irgendjemand reinredet, werde ich diese Entscheidung nicht mehr aus meinem Innern spüren können. Also ich werde nicht mehr die Entscheidung treffen, die mir meine Seele sagen möchte. Und ich bin dann irgendwie, hier gibt es so einen Kraftort, der heißt Maria im Stein, da habe ich nachts im Wald geschlafen, in der Hoffnung, dass ich da einfach meine Klarheit finde. Und nach 3 Wochen hatte ich sie und habe gespürt, ich soll nach Indien gehen. So, und jetzt
Kannst du dir natürlich vorstellen, das war gar nicht so einfach, weil ich war noch in diesem Prozess zwischen Kopf und Verstand. Also das war noch in der Zeit, mein Kopf hat gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Was machst du hier? Jetzt lässt du ein zweites Mal alles los. Das hat sich gerade wieder alles aufgebaut. Ja, ich habe als Meditationslehrerin in einer Klinik arbeiten können und so. Also es waren einfach so tolle Sachen. Auch habe in einer Gemeinschaft gelebt. Also es waren einfach so tolle Sachen. Aber ich habe gemerkt, so nee, es will was kommen und du musst es loslassen. Und mein Herz, meine Seele war so, ja, wir gehen nach Indien, ja. Das ist irgendwie, das war wie so, ja, klar, dass du da hingehst. Und dann bin ich nach Indien gegangen. Und dann begann es, dass die ersten Nachrichten von Agastya kamen. Also, da wusste ich aber noch gar nicht, wer er ist. Also, ich hatte keine Ahnung davon, wer Agastya ist. Und ich, genau, und es kamen Nachrichten, ich sollte verschiedene Tempel besuchen und ich sollte verschiedene Rituale an verschiedenen Tempeln durchführen. Und bin dann sozusagen ein halbes Jahr durch verschiedene, also an verschiedene Plätze durch Indien geführt worden, um dort Arbeiten zu machen, Dinge zu klären. Und dann im Oktober 2013 kam dann die Nachricht, dass sie sich wünschen, meine spirituellen Lehrer zu sein. Und wer Und ist sie? also Agastya und Lobamudra, also Lobamudra und Agastya haben zusammen auf der Erde gewirkt. Lobamudra ist sozusagen der weibliche Teil von Agastya, also das war seine Frau hier auf Erden. Die sind beide zusammen auf der anderen Seite, auf der feinstofflichen Ebene und wirken zusammen. Und sie beide haben sozusagen mir dann diese Nachricht zukommen lassen, dass sie sich wünschen, meine spirituellen Lehrer zu sein. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wer es sind. Ich hatte keine Ahnung, aber mein Herz, einfach nur mein Herz hat gesagt, dass das hat ja gesagt. Ja. Und es war auch spannend, weil ich war wirklich 2 Jahre in so einer Zeit, wo ich mich an nichts mehr festhalten konnte. Also ich war in so einem karmischen Klärungsprozess, das habe ich im Nachhinein verstanden. Also ich musste wie beschleunigt durch Sachen durchgehen. Und es war natürlich wie, als ob mir der Boden manchmal unter den Füßen weggerissen war. Ja, weil immer wenn ich versuchte, ich dachte, jetzt hier kann ich jetzt greifen, zack, blockierten sich Türen und so weiter und so fort, um mich dann halt in diese Richtung zu bringen. Und das war irgendwie total herausfordernd für mich. Und dann in dem Moment, als diese Nachricht kam, und das war wirklich, wirklich ein ganz tiefer Moment für mich, war es wirklich so, dass ich gespürt habe, jetzt falle ich in die Hände, jetzt falle ich in Gottes Hände. Und von jetzt an, they will carry me. Also von jetzt an werde ich getragen. Und seitdem, so und so ist es seitdem. Also das so, sie mich die letzten Jahre, bin durch viel, ich habe Reisen unternommen für die geistige Welt, habe Arbeiten erledigt für die geistige Welt, durfte ich erledigen, ich habe das Buch geschrieben im Einklang mit der geistigen Welt, also mit Agastya. Sie haben mir auch gesagt, wann das Datum ist, wann das rausgegeben werden darf. Ich sollte mit dem ersten Print sollte ich 108 Bücher also drucken. Genau, jetzt sitze ich am zweiten Buch gerade, schreibe mein zweites Buch mit Ihnen im Einklang. Gerade ist der Prozess ein bisschen, bin jetzt einfach, sind gerade andere Dinge in mein Leben gekommen, die so ein bisschen jetzt dazu geführt haben, dass ich das ein bisschen jetzt nicht so aktiv gerade schreibe, wie ich das sonst habe in diesen Aktivschreibephasen. Genau, und das ist jetzt so einfach so dieser Prozess und mein Weg mit Ihnen. Und ich bin dann zu My Palm Leaf, bin ich vor 3 Jahren gekommen. Da hat der Stefan einen Post gemacht, dass er jetzt im Rahmen von Agastya sozusagen, also für Agastya Lesungen, also Agastya nahe die Lesungen sozusagen anbieten. Und ich habe mich halt damals dann, ich habe irgendwie so, ja, spannend. Also ich dachte so, ja, krass, ja, spannend. Und ich war aber so, dass ich nicht, ich wollte nicht mich jetzt einmal so beim Stefan melden aus dem Ego heraus. Also weißt du, so dieses, ja, hey, mein Lehrer, mein spiritueller Lehrer ist Agastya, so, das wollte ich nicht, ja, sondern ich wollte wirklich mich aus dem inneren Impuls melden. Und ich habe das dann losgelassen und habe gebetet und habe um Führung gebeten. Und dann ein halbes Jahr später war das dann, das war dann interessant, weil Stefan gerade in die Bibliothek gewechselt hatte, zu dem Zeitpunkt. Und ich kriegte dann ein halbes Jahr später, so geistige Welt kann ja dann manchmal, wenn das dann dringend sein muss, ja, dann ziemlich intensiv werden, ja, kriegte ich innerhalb von einem Tag diese, so jetzt. Also jetzt. Und dann habe ich mich auch abends dann bei ihm gemeldet gehabt und habe dann zu ihm gesagt, dass ich spüre, dass wir zusammenarbeiten sollen. Ich habe gesagt, spür mal rein, ob das auch so für dich stimmt. Und habe dann zu ihm halt gesagt, ja, aber ich möchte erst meine Lesung empfangen, weil ich für mich spüren möchte, ob das stimmig ist.
Und genau, und so hatte ich dann meine erste Nadi-Shastra-Lesung. Also vorher war halt immer mein Weg, ich habe einen Anruf aus Indien bekommen, also mach das, mach dies, das und jenes. Und genau, und dann habe ich angefangen, sozusagen als Übersetzerin zu arbeiten. Und wie war denn deine Lesung? Weil es ist ja was anderes, wenn du jetzt sozusagen das von einem anderen hörst, der das von Agastya, ich sag mal, die Information erhält, oder wenn du das direkt von ihm bekommst. War das dann ein Unterschied? Hat dich das dann irgendwie blockiert oder wusstest du schon, was er erzählen will? Oder wie war das? Also es war spannend. Also mein Agastya ist erwähnt worden in meinem Palmblatt als mein spiritueller Lehrer. Also er wurde namentlich erwähnt. Auch ich bin mit dem 19. Siddha sehr verbunden. Also es ist ja die Linie der 18 Siddha, der 9, also momentan wird sie ja noch als die Linie der 18 Siddhas in Tamil Nadu. Aber der 19. Siddha ist sozusagen in inkarnierter Form da und baut dort einen riesengroßen Tempel für diese neue Zeit auch. Der wird eine riesengroße Bedeutung haben für diese neue Zeit. Und ich bin, seitdem ich dann nach Indien kam, auch mit ihm sehr tief verbunden und habe auch sehr, sehr viel Zeit in diesem Tempel verbracht, durfte dort viele Dinge auch mitbekommen, erleben. Und genau, und auch er wurde in dem Palmblatt mit erwähnt. Also das war sehr interessant, also das dann so, das nochmal wie so, das da zu lesen. Wobei ich sagen muss, das war für mich eine gute Möglichkeit, einfach nochmal, es hat mir nochmal mehr Festigkeit gegeben auf meinem Weg, meine Palmblatt-Lesung zu empfangen. Und oft gleichzeitig ist aber meine erste Anbindung über diese Jivanadi-Verbindung. Also mittlerweile ist es so, sie haben mich in den letzten Jahren, ich habe am Anfang mehr Nachrichten bekommen, mittlerweile ist es weniger, weil sie mich sozusagen in den letzten Jahren immer mehr auf mich selbst zurückgeworfen haben. Also ich bin 7,5 Monate durch Europa gereist, und hatte dort Aufgaben zu erledigen. Also die erste Reise ging 4 Monate. Da schreibe ich auch mein zweites Buch gerade drüber. Die erste, oder war das, war die erste? Doch, ich glaube, die erste war 4 Monate oder 3,5. Ich weiß es gerade nicht. Vertauscht. Kann auch sein, dass ich es jetzt gerade vertausche. Genau, und sie haben mir, also die einzige Nachricht war, ich hatte diesen Auftrag, verschiedene Kristalle an verschiedene Orte zu bringen nach Europa. Und ich habe das halt 2 Wochen, also ich habe meinen Yoga-Schülern gesagt, konnte das gar nicht richtig einschätzen. Ich habe gesagt, ich bin in 2 Wochen wieder da. Ja, so, und weil ich gar keine Ahnung hatte, was da jetzt so war. Und dann musste ich auf der Reise, war ich wirklich, habe ich dann gemerkt, so, nee, ich muss jetzt loslassen. Also hier will was Höheres in mein Leben und ich muss jetzt komplett loslassen. Das habe ich dann auch gemacht. Und war auch interessant, in der ganzen Zeit sind alle Yogaschüler bei mir geblieben, bis auf eine einzige sind alle bei mir geblieben. Ja, das war auch sehr, sehr berührend und haben das mitgetragen. Also ich habe so wundervolle Yogaschüler, ich kann das gar nicht anders in Worte fassen, ja, muss man auch mal haben, solche Schüler, die das mittragen, ja, und einen damit unterstützen. Das war schon wirklich grandios. Und ja, und dann bin ich dann los und habe dann die Arbeit mit den Kristallen gemacht, aber dann wollten sie mir halt zeigen, dass da noch viel mehr, dass diese Reise noch einen ganz, ganz anderen Zweck miterfüllt hatte. Und ich habe dann den ersten Teil der Reise abgeschlossen und nach der ersten Reise haben sie dann zu mir gesagt, es wird noch eine zweite Reise kommen und erst danach wirst du in der Lage sein, dieses Buch zu Ende zu schreiben. Und das war dann sozusagen die Reise in die Türkei, nach Armenien und Georgien. Das war dann der zweite Teil der Reise. Genau, und das war, genau, und in diesen Palmblättern, also das ist so wie so meine erste Führung, sage ich mal. Und dass ich mittlerweile, also ich musste lernen, die Zeichen des Kosmos zu lesen. Das wollten sie mir zeigen. Und das kann jede Seele. Das ist nicht einfach so, dass das jetzt besonders wäre. Es ist ja nur besonders, weil wir jetzt gerade in diesem Kali-Yuga sind, also in dieser Zeit, wo wir nicht in dieser Verbindung sind und deswegen ja viele Unsicherheiten auch in uns tragen. Ja. Und dieses neue Bewusstsein, in das wir jetzt hineingehen und übergehen, bedeutet wieder, dass wir auch als Seele in der Lage sind, die einzigartigen Zeichen unserer Seele lesen zu lernen. Also wie der Kosmos mit uns kommuniziert. Es können Zahlenkombinationen sein, bestimmte Symbole sein,
die auftauchen auf unserem Weg, die uns den Weg weisen. Es können Begegnungen sein, Situationen sein. Und ich habe auch auf der Reise, ich hatte so zwei, dreimal, hatte ich so ein bisschen, also da kam so Erschöpfung auch rein, weil ich so viel unterwegs war. Ich bin ja bei 3 Tage da und war wieder im nächsten Land. Und 3 Tage dort, 4 Tage dort, war wieder im nächsten Land. Weil ich da war auch sehr fokussiert einfach. Und war jetzt keine Urlaubsreise, sagen wir es mal so, ja. Und genau. Und was, jetzt habe ich eine Frage gerade verloren. Was habe ich gerade gesagt als letztes? Ich habe wahrscheinlich zu viel jetzt mit dir telepathisch gesprochen, weil ich habe ja, meine Eingebung ist ja, wie gesagt, ich habe ja auch den Kontakt zu dir gefunden, weil mir das auch so eingegeben wurde. Und es ist wichtig, den Menschen, ich bin ja auch nicht nach außen gegangen, habe ja auch das erst seit einem Jahr oder so ungefähr mich getraut. Ne? Und es ist die Zeit oder es ist an der Zeit, dass wir Klartext an die nach draußen einfach das einfach nach draußen transportieren sollen, damit jeder Bescheid weiß und jeder die Gabe hat. Und wie gesagt, es ist einfach durch diesem Alltagsbewusstsein und Verstand wird das immer nach unten gedrückt und kann nicht nach oben kommen. Und wir gehen sehr wenig nach in unserer Intuition. Und wenn ich jetzt so viele, ich habe ja auch schon einige Interviews gemacht, auch mit Menschen, die so ganz besondere Gaben haben, dann sehe ich mich eigentlich noch mehr oder weniger verstandesmäßig reagieren mit meinem Tagbewusstsein. Da sind andere Menschen wie jetzt du und so weiter schon viel mehr oder viel weiter in ihrem, ich sage jetzt mal, Intuition, dass sie auf die Intuition und auf ihren Weg hören. Ich will auch immer gar nicht irgendwas, irgendjemand jetzt Schuld geben, sondern man muss das ja auch mal sich selbst sehen. Es ist ja auch ein Weg. Der eine sieht den Weg halt früher und der andere sieht ihn halt etwas später. Aber bei mir verknüpft sich und es macht so, wie du das gerade gesagt hast, das macht so bam, 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 bam jetzt so hinterher. Es schiebt sich so schnell durch und man hat Kontakt zu sehr vielen Menschen, die mit einem selber auf einer Wellenlänge gehen. Und so wie du vorhin gesagt hast, dass dieses Berühren des Weines nicht, weil man traurig ist, sondern diese Konnektivität, die stattfindet. Ich sag mal, diese Verknüpfung dieser energetischen Signatur, die so plötzlich passiert. Diese Unterbrechung, die vorher immer da war, und wenn du das spürst, dass du mit Menschen auf einer Wellenlänge bist, das berührt einen so tief. Man kann das, ich habe es auch schon mal versucht zu erklären, das ist wie eine Liebe. Also man kann es nicht erklären, wie das ist, aber es ist ein so tiefes Gefühl, was man in der physischen Welt gar nicht ausdrücken kann. Ne? Also. Man spürt so, dass es so wie aus der Ewigkeit geboren ist. Ne? Also ich erlebe das in diesen Verbindungen auch, dass man ist jetzt nicht jeden Tag zusammen, man hat jetzt nicht jeden Tag immer unbedingt was miteinander zu tun, aber man weiß, dass man da ist. Also man weiß, dass der da ist oder der andere Mensch da ist. Und wenn man dann wieder zusammenkommt, dann plötzlich ist das wie. Also als ob gar keine Zeit irgendwie vergangen sei. Also man kommt zusammen, tauscht sich wieder aus, aber diese Verbindung, die ist sofort wieder präsent und ist sofort wieder da und trägt so. Ja, es ist nicht wie auf Bedingungen, es sind keine Beziehungen, die auf Ja. Bedingungen aufgebaut sind, sondern einfach Beziehungen, die einfach da sind und über die Energie dann spürbar werden. Genau, also das und das ist ja, und ich wollte jetzt noch mal was fragen. Wie heißt denn dein erstes Buch? Das will ich dann auch gerne in die Beschreibung mit unten reinschreiben. Und vielleicht kannst du mir da mal noch ein bisschen was dazu erzählen. Du hast ja schon erzählt, das ist ja, sind ja sozusagen Durchgaben von Rishi Agastya. Das habe ich richtig verstanden. Also es ist eine Mischung aus Wissen, Hellwissen und aber auch Recherche, weil ich finde es immer gut, es dann nochmal so
komplizierter zu darzustellen. Auch mir war wichtig zu zeigen, dass das nicht nur eine Quelle sagt, sondern dass das aus unterschiedlichen Quellen auch gesagt wird, auch mit dem Gedanken zu vereinen. Ja, also dass es nicht nur aus einer Religionsrichtung kommt, sondern aus vielen verschiedenen spirituellen Richtungen oder religiösen Richtungen auch, was ich in diesem Buch beschrieben habe, auch benannt wurde. Und das war so meine Intention, das sozusagen wie so zusammenzubringen. Mein erstes Buch heißt Neue Erde, neuer Mensch. Sei bereit, befreit sozusagen. Bereit einfach, weil ich sag mal, es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wenn Frühling, Sommer, Herbst und Winter passieren, also die geschehen einfach als Zyklen der Natur, da können wir nichts ändern. Das müssen wir sozusagen annehmen, dass diese Zeiten stattfinden. Und wir können jetzt nicht sagen im Sommer, ich hätte jetzt gerne Winter. Das geht nicht, ja, sondern wir müssen akzeptieren, dass das stattfindet und müssen uns dann anpassen an diese Prozesse. Und es gibt und das ist in den, das schreibe ich auch in diesem Buch, es gibt in den vedischen Schriften, gibt es halt diese vier kosmischen Zeitalter, die beschrieben werden. Es gibt noch größere Zyklen, aber das ist so die Ebene, auf der jetzt gerade diese Veränderungen auch auf der Erde stattfinden. Die werden Kali-Yuga, Dvarupa-Yuga, Treta-Yuga und Satya-Yuga genannt. Das Kali-Yuga ist das niedrigfrequenteste Zeitalter. Da leben ungefähr 75% der Menschen im materiellen Bewusstsein, 25% der Menschen im spirituellen Bewusstsein, wobei es die 25% nicht so einfach haben, weil es halt wenig Raum von Förderung gibt. Ne? Da muss man nochmal wie so seinen Weg sich auch nochmal wie so ja, freikämpfen oder sich finden sozusagen da drinnen. Und dann gibt es die anderen Zeitalter, Dvarupa und Treta-Yuga, ich vertausche die manchmal. Da ist dann das Verhältnis schon ein bisschen anders. Also mit jedem Zeitalter nimmt das spirituelle Bewusstsein um 25% zu. Und dann kommt das Satya-Yuga. Satya heißt das Zeitalter der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit, ja, der Harmonie, des Friedens, des Miteinanders, der Gemeinschaft. Und das ist jetzt momentan, da leben 100, fast 100% der Menschheit lebt in diesem Bewusstsein dann. Ja. Und das ist ganz interessant, weil wir ja momentan diese Zyklen laufen genau wie die Jahreszeiten automatisch ab. Ja, die kommen und gehen. Und wir als Teil der Natur, wie wir uns den Jahreszeiten anpassen müssen, sind auch aufgefordert, uns dieser Entwicklung dieser kosmischen Zeitalter anzupassen. Das heißt, was bedeutet diese individuelle Aufgabe der Seele momentan? Wir müssen von so einem kleinen Wirklichkeitsrahmen, ja, den wir bisher glaubten, das sei Realität, uns in einen so großen Realitätsrahmen hineinentwickeln. Das heißt, wieder anzuerkennen, dass wir eine Seele haben, über die Intuition uns verbinden, dass wir uns verfeinern in unserer Intuition, dass wir wieder die Sprache des Kosmos lernen. Jeder Einzelne individuell mit seiner Seele, wie der Kosmos mit ihm sprechen möchte. Ja? Dann müssen wir lernen, dass wir sogar intergalaktische Wesen sind. Also, dass wir Teil einer Eines Intergalaktischen. großen Ganzen sind, ja. Ja, genau. Und dass es nicht nur die Menschen hier auf der Erde sind. Das wird jetzt alles, das schreiben ja auch schon alles die vedischen Schriften, ja. Also sie schreiben ja, dass da noch viel mehr Leben existiert im gesamten Kosmos und dass wir hier auf der Erde nicht die Einzelnen sind, ja. All diese Entwicklungen sind wir gerade aufgefordert zu durchlaufen. Und natürlich, wie wollen wir in ein Zeitalter der Harmonie und des Friedens gehen, wenn unser eigenes Bewusstsein nicht in Frieden und Harmonie ist? Ja, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen aufräumen bei uns. Wir müssen unser Ego reinigen, wir müssen unsere Motive reinigen, unsere Intentionen reinigen, wir müssen unsere Energien transformieren, das Karma klären. Ja, und das ist zum Beispiel auch der Schwerpunkt der Arbeit von dem Schwerer-Mann, ja, den Menschen diese energetischen Tools, die er durch die Rishis bekommen hat, also vor allem von Agastya bekommen hat, mitzugeben, dass es leichter haben, diese Frequenz sozusagen anheben zu können. Ja, das ist so. Das ist so dieser Prozess, der jetzt momentan einfach stattfindet. Und das Buch gibt, ich sag mal, viele, die es lesen können, plötzlich diese Geschehnisse, die gerade auf der Erde passieren, einordnen. Und es gibt auch eine Richtung, wie wir unser Bewusstsein entwickeln dürfen, um in dieser neuen Frequenz ankommen zu können. Und es beschreibt halt, also was nicht mehr eintreffen wird, das war damals zu der Zeit noch die Gefahr, als ich das Buch geschrieben habe. Es gab, das haben auch mehrere Traditionen erwähnt, diesen dreitägigen Reinigungsprozess der Erde, wo wirklich sozusagen die Erde durch die Elemente gereinigt werden sollte. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Meiner Wahrnehmung nach war Corona, ich sag mal, Ja. dieser Prozess.
Da meint Genau. er ja auch Ja, zu das habe Gott, ich auch oder? so, so gesagt bekommen. Also, und ich sage auch oft dann in Videos zum Beispiel, dass leider, also natürlich hätte es mehr stattfinden sollen, die Erkenntnis und so weiter. Es wurden sehr viele Seelen davon oder sind überfordert. Viele Menschen sind einfach von dieser ganzen Energie, die da stattgefunden hat. Diese 6 Wochen, ich sag mal, Ruhe und in sich kehren, die wir gegeben bekommen haben, das war nicht von irgendeiner Agenda, sondern das war von dem höheren, von unserem höheren Allseins, haben wir diese Zeit bekommen, um sich mit uns selbst zu beschäftigen. Viele haben gedacht, oh, ich kann jetzt mit mir nichts anfangen, wurden da aggressiv und so weiter. Für mich war das so schön und entspannend. Und viele haben es wirklich auch genutzt, die Zeit, um zu sich selbst zu finden. Einige sind halt wirklich dadurch verloren. Die Gesellschaft hat sich spalten lassen. Die einen haben gesagt, okay, sie gehen mehr in das Spirituelle und die anderen das andere, aber konnten mit diesen ganzen spirituellen Sachen gar nichts anfangen. Und dann kamen ja auch diese ganzen, ich sag's mal, Social Media Gurus. Ich zähle mich da auch dazu, ne, weil man hat halt oder man versucht einfach, zu erzählen oder den Zuschauern, Zusehern, Menschen zu sagen oder rüberzubringen, dass alles gut ist, wie es ist. Du kannst dich komplett auf deine Intuition verlassen, auch wenn der Verstand sich immer wieder dazwischen schaltet. Aber das kannst du. Und wenn du das machst und dich zurücklehnst, unsere Spezialität ist ja nicht die Geduld, ne? Wir sind ja so ungeduldig, die Menschen. Der physische Mensch ist so ungeduldig und ja, das musste ich ja auch immer lernen. Aber wenn ich merke, ich halte mich zurück und lasse die Intuition wirklich wirken, dann merke ich auch, das läuft alles. Das kommt alles. Das kommt alles. Man kann eigentlich, wenn man in dem Hier und Jetzt gut verankert ist und in diesem entspannten Sein und in diesem Vertrauen, dann wird man einfach zum richtigen Zeitpunkt die Dinge, dann kommen sie zu einem und dann hat man auch die Kraft, es zu erkennen. Ja, weil wenn der Geist, ich sag mal, immer dazwischen funkt, dann erkennen wir ja manche Sachen und sehen sie nicht. Und dann brauchen wir dem eigentlich nur zu folgen. Und dann entfaltet sich alles auf ganz natürliche Weise und auf leichte Weise. Ne? Es ist halt oft so, wenn die Ängste dazwischen kommen und all diese Dinge den Geist aus der Fokussierung, aus dem Hier und Jetzt herausbringt. Das ist dann häufig das Problem, wo dann die Probleme auch beginnen, weil wir dann in diese Konfusion kommen, ne? Und dann nicht mehr klar sehen können für uns und unseren Weg und auch nicht mehr klar spüren können in dem Moment. Und deswegen ist es ja wichtig, immer wieder auch was zu tun, was uns in die Zentrierung bringt. Ja, zum Beispiel Yoga, Meditation, Qigong, was auch immer, wo auch immer jemand sich verbunden fühlt. Ja, aber dass wir was tun, um in diesem Bewusstsein uns verankern zu können und in diesem Vertrauen auch verankern zu können. Ich wollte gerade noch was sagen zu dem Corona. Es war für mich auch, ich fand es sehr interessant, es war wirklich auch ein Teil, also es war ja auch eine Form von Reinigungsprozess in dem Sinne, dass ja auch viele unbewusste Themen ja auch in den Vordergrund, also dass die so aufgetaucht sind. Also es war auch ein großer Anteil, wir haben auch schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, für mich bedeutet spirituelle Integrationsarbeit Licht- und Schattenarbeit zugleich. Ne? Also Ja, man das auch sehe ich genauso. und Genau. dass es halt auch einfach braucht, Ja. dass wir uns diese verschiedenen Perspektiven anschauen, nicht Ja. nur mit der einen positiven Seite gehen, sondern dass wir auch, ich sag mal, uns das andere getrauen hinzuschauen, weil es ist ja im Kollektiv, aber auch im Individuellen, wenn ich mir meine eigenen Schatten nicht anschaue, wie will ich mich transformieren? Das funktioniert nicht. Ja, das ist wie so, ich habe immer zu meinen Klienten früher gesagt, es ist wie Atommüll, der strahlt. Ja, also der strahlt, weil der wird dich trotzdem beeinflussen. Erst wenn du hinschaust und dich dem stellst und da durchfühlst und dich dadurch, also dich dem, ja, das wirklich zu dir nimmst, integrierst, dann wird das Ganze ein großes Ganzes. Dann bist du zu einer integrierten Persönlichkeit. Ja, und genau diese Prozesse funktionieren auch im Kollektiv. Und da finde ich es halt etwas spannend, oder fand es auch spannend, doch zu sehen, wie dann doch sehr einseitig geschaut wurde teilweise. Und genau das dann, es gab viele tolle Menschen, die da wirklich auch ganz viel Arbeit geleistet haben, um diese Arbeit zu machen.
Aber auf dem kollektiven Ebene brauchst du genau das Gleiche, auch diese Lichtarbeit und die Schattenarbeit, um, ich sag mal, das Bewusstsein reinigen zu können. Ja, weil wie wollen wir, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in eine Zeit des Friedens kommen und der Harmonie kommen, wenn diese Disharmonie immer noch die Erde so massiv beeinflusst. Ja? Und diese ganzen, was uns gerade begegnet, das Bewusstsein ist ja mit dem Bewusstsein von Mutter Erde auch verbunden. Und das heißt, wenn da so viel Disharmonie draußen sich gerade bewegt, allein schon, da kann ich ja auch Verantwortung übernehmen, reagiere ich in einer Situation mit Ärger, mit Wut oder wie auch immer. Ja? Ich sende ja jedes Mal Energie ins Feld aus. Und wenn das 10.000 Menschen machen, weil sie nicht in ihrer Mitte sind, weil sie nicht im inneren Frieden sind, dann hat das einen Effekt auch auf die Erde und auch die Taten, die wir tun an bestimmten Plätzen. Und das natürlich, die fünf Elemente, die reinigen gerade tatsächlich auch diese Energien, damit wir in diese neue Zeit auch eingehen können. Es ist wie so eine große Vorbereitung momentan, auch was da gerade passiert. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, das auch zu sehen, die Botschaft an sich ist eine sehr positive. Also wir werden in was wirklich Wundervolles eingehen jetzt. Also nachdem wir durch diese Turbulenzen durch sind, erwartet uns als Kollektiv eine wundervolle Zeit, eine wundervolle Zeit, in der wir gemeinsam was Neues und Wundervolles kreieren werden, in denen, ja, ich sag mal auch, das Materielle nicht mehr, also wir brauchen ja, das materielle Ebene ist ja auch wichtig, aber trotzdem, wo materielle und spirituelle Ebene wieder eins werden, weil wir haben uns ja abgetrennt von der spirituellen Ebene, Genau. deswegen leben wir in der materiellen Ebene. Und wenn spirituelle und materielle Ebene wieder zusammenkommen und eins werden, dann ist natürlich die Situation gegeben, dass wir in Harmonie kreieren und alles in die Balance bringen können, im Einklang mit dem Kosmos. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Die große Frage der großen Fragen der überhaupt großen Fragen. So. Also, alle, ich sage jetzt mal Kanäle, Social Media Gurus, ne? Also reden ja von, dass wir mit unserem physischen Körper in die fünfte Dimension oder in höhere Dimension. Also für mich bleibt es ja nicht die fünfte Dimension. Für mich gibt es auch nicht nur fünf Dimensionen, sondern viel, viel, viel mehr. Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht mit unserem physischen Körper in eine höhere Dimension schwingen können. Das allein macht sich schon aus, wenn wir in Meditation gehen und ich, sage ich mal, eine außerkörperliche Erfahrung auslöse durch eine ganz starke Tiefentrance oder Meditation, dann bewege ich mich ja aus meinem Körper heraus und lasse meinen physischen Körper sozusagen auf der Erde, auf der dritten oder vielleicht maximal vierten Dimension. Aber ich kann mit meinem physischen Körper, der mich erdet und festhält an der Erde, nicht in eine höhere Schwingung gelangen oder in eine höhere Dimension und so mich auch nicht mit höher schwingenden Wesen verbinden. Wie siehst du das? Siehst du das auch so? Aber es wird ja immer gesagt, nein, wir können körperlich jetzt da steigen damit auf. Ich habe da eine andere Meinung. Was ist deine Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren. Also ich glaube, dass wir, dass eher die Einteilung stattfindet in grobstoffliches Bewusstsein und feinstoffliches Bewusstsein. Und ich glaube, dass unser Bewusstsein an sich feinstofflicher werden wird. Also dass wir in der Lage sein werden, mehr wahrzunehmen, intuitiv wahrzunehmen. Und dass es unser Bewusstsein ist, das sozusagen sich mit höheren Frequenzebenen verbinden wird. Und ich glaube aber, dass das in unserem Körper stattfinden wird. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt dann alle keine Körper mehr haben, sondern das glaube ich eher nicht. Aber ich glaube schon, dass unser Bewusstsein feinstofflicher werden wird und sich dann durch den Körper sozusagen auch ausdrücken wird. Und dass der Körper, und das kriegt man ja auch an verschiedenen Stellen mit, dass zum Beispiel so DNA-Aktivierungsprozesse und so stattfinden. Also dass der Körper sich ein Stück weit auch verändern kann in seiner Funktionsweise, wie er das vielleicht jetzt Also vielleicht mehr dematerialisieren oder so, oder energetischer Ja, werden. genau, dass das einfach der, dass der Körper energetischer wird, das glaube ich.
Und dass dann wir auch in der Lage sein werden, über den Körper uns mit diesen höheren Dimensionen verbinden zu können. Also ich glaube schon, dass es eine Veränderung geben wird unserer Körper. Das glaube ich schon. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir dann alle durch die Gegend schwirren. Also das ist jetzt nicht meine Sicht auf die Dinge, aber ich glaube schon, dass wir, dass der Körper sich verändern wird und dass der in der Lage sein wird, mehr höhere Energien, also zu einem Gefäß von höheren Energien werden zu können. Und dafür brauchst du aber die Reinigung. Das ist so wichtig, ja. Also diese Reinigung von diesen disharmonischen Energien, von den von karmischen Ballast, den wir in uns tragen. Ja, also je mehr wir das loslassen können, desto mehr kann von diesen höheren Energien auch in uns hineinströmen. Also wir hatten ja, also es gibt ja mehrere Schritte der Palmblattlesung. Wir haben eine Einführung gemacht, dann kam die Lesung mit den Palmreadern und danach hast du mir ja einige Vorschläge gemacht, was ich machen kann, dass ich mein Karma, glaube ich, auflöse, ne? Mein Familien. Karma sozusagen, was ich jetzt mitgenommen habe und einige andere Sachen. Und da hast du ja einige Vorschläge gemacht. Vielleicht können wir das auch in einem anderen Video machen. Ich meine, ich gucke jetzt gerade zufällig auf die Uhr und sehe, wir haben jetzt 1,5 Stunden. Ich würde sagen, das machen wir in einem anderen Video, wo wir vielleicht auch mal viel, viel näher in diese ganzen Sachen eingehen können. Ich finde es eine hochspannende Geschichte und es ist genau, oder du bist genau auf meiner Wellenlänge. Und ich habe ja schon, wie gesagt, am Anfang die Empfindung gehabt, deswegen habe ich ja auch nach der Lesung mit dir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass die Menschen draußen solche Dinge erfahren. Und du bist genau mein richtiger Gesprächspartner. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich öfters hier bei mir bei Bewusstsein TV begrüßen dürfte und wir immer ein bestimmtes Thema angehen, auch um den Menschen oder der Menschheit zu helfen, weiterzukommen, mit den Eingaben, die du bekommst. Denn die wirst du, also ich kann immer nur von meinem Gefühl ausgehen, ne? Also wir sind ja nicht umsonst zusammengeführt worden. Und nachdem du ja jetzt heute bei mir dein erstes Interview gegeben hast, ich glaube, du hast dich ganz wohl gefühlt. Ja, ich habe mich wohl gefühlt. Die Menschen vor den Bildschirmen spüren das auch. Und es ist wichtig, dass wir das mitteilen. Und du hast viel mitzuteilen und du wirst auch noch sehr viel gesagt bekommen, was du nach außen transportieren sollst. Und das ist eben wichtig. Und ich möchte gerne, wenn du die Möglichkeit haben möchtest, meinen Kanal zur Verfügung stellen, dass du das nach außen transportieren kannst. Wenn du Sehr das gut. möchtest, würde ich dir Vielen das gerne Dank. machen. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Einladung und ich nehme sie auch sehr, sehr gerne an. Das Vielen finde ich super. Dank. Und ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal bis hierhin. Ich gucke sowieso mal, ob ich das jetzt noch schneide, weil es war jetzt 1,5 Stunden. Aber ich glaube, dass meine Zuschauer kennen das schon. Ich habe ja immer etwas längere Videos auch. Aber ich beende das jetzt erstmal für heute. Und ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr uns so lange gefolgt seid. Und es wird spannend. Ich bin total happy, Stefanie kennengelernt zu haben auf diesem Weg meiner ersten Palmblattlesung. Und es wird noch so viel zu sprechen oder besprechen geben. Und Stefanie wird uns so viel mitteilen. Das weiß ich, das spüre ich. Ich glaube, das spürt sie auch. Ja, seid gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Alexandra und Stefanie. Ja, bis zum nächsten Mal. Habt's wohl und habt ein schönes Wochenende. Ja, liebe Grüße von uns. Tschüss. Tschüss.